Hallo an alle Meckerinnen da draußen. Es ist mal wieder soweit. Eine weitere Folge Maker World. Heute betrachten wir ganz viele verschiedene Sachen überall auf dem Globus, beispielsweise die CES, Nobelpreisverleihung, KI im Alltag und noch viel mehr nach dem Intro. Viel Spaß! Vier Tage nach unserer letzten Maker World ist es geschehen. Wir sind über 8 Milliarden Menschen mittlerweile auf diesem Planeten und um das einfach mal in Korrelation zu setzen, zur Jahrtausendwende waren es in etwa noch 6 Milliarden Menschen und das bedeutet, dass wir innerhalb von 20 Jahren es geschafft haben, einfach die Weltpopulation um über 33% zu erhöhen. Das ist extrem viel. Wir wünschen allen kleinen MakerInnen da draußen nur das Beste und freuen uns auf zukünftige Projekte. Ein weiteres großes Ereignis aus dem letzten Jahr war die nach Alfred Nobel benannte Nobelpreisverleihung. Die Preisverleihung fand wie jedes Jahr für die Kategorien Physik, Wirtschaft, Chemie, Medizin und Literatur im Stockholmer Konzerthaus statt. Der Friedensnobelpreis hingegen wurde weiterhin in der Universität in der Hauptstadt Oslo verliehen. In der Medizin gewann Svante Paabo den Preis für die Forschung bezüglich der Isolation von genetischen Informationen aus den Neandertalerknochen. Diese Forschung ermöglicht uns heutzutage alles über Neandertaler zu wissen, was wir derzeit überhaupt wissen, weil es uns davor noch nicht möglich war, irgendwie an Informationen zu gelangen. Das Physiktrio bestehend aus dem Franzosen Alain Apsey, dem US-Amerikaner John Clauser und dem Österreicher Anton Zeilinger gewann den Preis für die Forschung an verschränkten Quantenteilchen. Die Grundidee dabei ist es, dass auch ohne, dass man alle einzelnen Eigenschaften einzelner Quantenteilchen kennt, sie trotzdem zusammen in einem System funktionieren können. Weiterhin gilt dadurch, dass wenn man innerhalb der Quantenverschränkung die Eigenschaften eines Teilchens misst, dieselben Werte für andere verschränkte Teilchen gelten, egal ob man diese überprüft oder auch nicht. Jean Clauser war der Begründer eines Experimentes, das aufführte, dass entgegen Einsteins Annahme eine fundamentale Unbestimmtheit in Messungen existiert, die nicht durch verborgene Variablen in der Quantenphysik gemessen werden kann. Also kurz genannt Zufall. Alan Esberg gelang es dabei, Probleme und Unklarheiten, die dadurch entstanden sind, zu lösen und deswegen trug er mit zur Lösung bei. Den Abschluss machte Zeilinger, als er probierte, über eine große Strecke die neue Kenntnis anzuwenden und damit Quantenteleportation nachwies. Innerhalb der Chemie gewannen Caroline Bertesi und Barry Sharpless aus den USA sowie Morten Meldal aus Dänemark den Preis für die Entwicklung der Klickchemie. Hierbei handelt es sich um Methoden, mittels derer Moleküle zielgerichtet zusammengesetzt und aufgebaut werden können. Das Zusammenfügen von diesen Molekülbausteinen hilft insbesondere dabei, medizinische Wirkungen künstlich nachzustellen. Der Friedensnobelpreis ging an den Rechtsanwalt Alice Bialjaski aus Belarus. Die Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Zentrum für bürgerliche Freiheit Oleksandra Matwiejczuk aus der Ukraine und Leiter Oleg Orlov von Memorial. Alle erhielten ihren Preis für die jahrelange Arbeit für Bürgerrechte und gegen den Machtmissbrauch autoritärer Systeme wie die Regierung von beispielsweise Russland oder Belarus, so das Nobelkomitee. Den Literaturpreis gewann die französische Annie Ernaux. Die schwedische Akademie zeichnete sie für ihre Arbeit aus und vergab den Preis für den Mut und die klinische Schärfe, mit der sie die Wurzeln, Entfremdung und kollektiven Fesseln der persönlichen Erinnerung aufdeckt. Den Sondernobelpreis in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften erhielten die US-Amerikaner Bear Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig über die Rolle von Banken in Wirtschaftskrisen und ihre verheerenden Einflüsse bei Kollaps in Bezug auf diese. Wir gratulieren allen PreisträgerInnen und sind gespannt auf weitere Forschungen. Es muss ja aber nicht immer gleich der Nobelpreis sein. Auch ein CES Award ist eine großartige Leistung. Die Consumer Electronics Show öffnete auch dieses Jahr im Januar wieder ihre Tore. Unter dem Motto Human Security zeigten die über 3100 Ausstellenden ihre Portfolio und Gegenstände für die über 100.000 Besuchenden. Es gibt so viele ausgezeichnete Produkte, dass wir nicht alle nennen können, aber von großen Marken wie LG mit transparenten OLED-Screens bis hin zu futuristischen Exoskeletten der Firma German Bionic Systems, die 30 Kilogramm Masse abnehmen sollen und dabei helfen, nicht so schnell erschöpft zu sein, gibt es alles. Also guckt am besten mal selbst auf der Website nach und schreibt uns in die Kommentare, was für euch das Highlight war. Aber nicht nur Watson in aller Munde, sondern auch AI, insbesondere ChatGPT. Der Launch stand jetzt an und es ist nun möglich, Lizenzen und Ressourcen zu kaufen. Dies ermöglicht nun allen Makern da draußen, eigene Projekte mit ChatGPT umzusetzen. Während innerhalb von wissenschaftlichen Bildungseinrichtungen schon die ersten Sorgen und Ängste groß werden bezüglich von Plagiaten, gibt es derzeit auch schon die ersten Textscanner, welche Texte auf die Nutzung von ChatGPT überprüfen. Das erste Projekt, was uns jedoch ins Auge fiel, war vom TikTok-Channel 3D Printer Stuff, der seinen 3D-Drucker so mit ChatGPT verbund, dass dieser nun Hausaufgaben für ihn schrieb. Wie seht ihr das?
Ist sowas die Hausaufgaben wert oder ist das nur der Anfang vom Ende? Vielleicht kennen das ja ein paar von euch. Man ist gerade fertig, die nicht ChatGPT geschriebene Hausaufgabe oder Belegarbeit, was auch immer, fertig zu schreiben und möchte sich nur ein bisschen entspannen bei einer Runde FIFA. Aber auch hier ist AI am Werk. 4 Mitarbeitende von EA veröffentlichten ein Paper, in dem sie zeigten, wie Deep Reinforcement Learning dabei hilft, Charakteren das Dribbeln beizubringen. Wer dazu gerne mehr wissen möchte, kann gerne unten sich einmal das Paper durchlesen oder geht einmal rüber auf den YouTube-Channel 2-Minute Papers, wo Dr. Carol Jonaifa euch zeigt, wie das alles funktioniert und was für Auswirkungen das hat. Kommen wir nun als letztes also noch zu den anstehenden Events. Bis zum 10. März findet die INTEC statt in Leipzig auf dem Messegelände. Die INTEC ist die Messe für Fertigungs- und Automatisierungstechnik und findet alle 2 Jahre statt. Weiterhin öffnet am 25.03. und 1.04. im Fontanehaus im Märkischen Viertel der Makerspace seine Tore. Insbesondere für die Kleinmakerinnen ab 6 Jahren gilt es hier, erste Erfahrungen mit Programmieren, Robotik-Sets und dergleichen zu sammeln. Und zu guter Letzt hat auch das Happy Lab in Berlin jetzt jeden zweiten Mittwoch im Monat geöffnet, außer an Feiertagen, und bietet allen Makerinnen oder die, die es noch werden wollen, einen Stammtisch zum Austausch von Projekten, Ideen und Fähigkeiten. Geht einfach vorbei und guckt es euch mal an, denn es ist keine Anmeldung nötig. Und bei uns ist alles beim Alten geblieben. Wir sind weiterhin im WinLab an der TH Wildau für euch von 9 bis 19 Uhr jeden Mittwoch da, um euch bei euren Projekten zu unterstützen und euch unser Makerspace mit zur Verfügung zu stellen. Solltet ihr noch nicht ganz wissen, wo euch eure Reise hinführen soll, dann guckt euch doch gerne eins unserer anderen Videos an, wo wir euch unsere Geräte zeigen oder 1, 2 coole Projekte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und konntet eventuell die ein oder andere Information mit rausziehen. Und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Gucken. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was euch gerne noch interessiert oder worauf ihr dieses Jahr besonders gespannt seid. Und vielleicht nehmen wir das in die nächste Maker World mit auf. Bis dann, viel Glück und viel Spaß bei euren Projekten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.